Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Nämlich ein kleines Tutorial-Video. Gestern war Update-Woche und ja, wir haben diese tollen Vending-Machines bekommen, die hier zum Traden. Und ja, ich habe hier mal ein paar, ich kann kurz zeigen. Ich habe ein paar angesammelt, ja schon ein bisschen off-stream-mäßig. Ja, das sind halt die Edding, also man kennt sie ja, halt da draufkriegen, blibablub, man kriegt halt alles, bla bla bla. So, und ihr wollt gesagt ein Tutorial davon haben, wie man diese Teile eigentlich überhaupt benutzt und wie man sie eigentlich einstellen kann und sonstiges. Und das zeige ich euch in diesem Video. Ich würde sagen, wir legen sofort los. So, wir gehen mal kurz zur Community-Insel. Da haben wir eigentlich genug Platz und nichts lenkt uns ab oder sonstiges. Das ist einfach eine graue Fläche und wie gesagt, die Community-Insel bauen noch ein bisschen, aber habe ich schon Fettes geplant auf jeden Fall. Und ja, wir nehmen mal hier kurz die Vending Machine schon mal raus und stellen sie mal einfach mal ganz grob hier hin. Zack. So, das ist die Vending Machine. Man kennt sie schon, nichts Besonderes. Außer die Leute, die nicht mal ein Video geguckt haben und es verpasst haben. Ne? Ihr wisst Bescheid. So. Ihr wisst auch natürlich, wenn man F drückt, dass man halt jetzt in diesem Interaktionsmenü ist. Und ich würde sagen, da beginnen wir erstmal. Also, wir sind bei F. Wir haben jetzt F gedrückt und was wir jetzt zum Auswählen haben, ist eigentlich außer das hier und das hier nichts Großartiges. Also Out of Stock, weil ist gerade nichts drin. Dann haben wir nochmal dieses X. Oder Edit. Das X schmeißt uns wieder raus. Oder wir drücken einfach E. Das kann uns auch rausschmeißen. Ganz easy. Das gleiche zählt auch mit Edit. Einmal kurz E drücken. Das schmeißt uns raus. Oder wir drücken auf das X hier. Schmeißt uns auch raus. So. Das ist eigentlich, was eigentlich jeder eigentlich schon längst wissen müsste. Aber ich habe es mal vorher jetzt angeregt. Und gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer in die Materie. Nämlich, wie funktioniert eigentlich die Vending Machine? Ich hatte in meinem Update-Video leicht erklärt. Aber ich erkläre es jetzt mal ganz genau, dass das auch wirklich jeder von euch, wirklich jeder, der dieses Video gucken will, oder sich einfach gibt, dass ich euch das mal zeige, wie das denn genau funktioniert. So. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Einfachen an, nämlich mit dem Buy-Mode. Der Buy-Mode ist eigentlich ganz einfach, erklärt es von selbst. Man kann Dinge kaufen. Das heißt zum Beispiel, ich sage jetzt, ich packe mal als Angebot ein Yellow Flower Seed rein. Und in Buy-Modus ist momentan das so eingestellt, dass der Yellow Flower Seed für 10 Coins gekauft werden kann. Das heißt, im Falle, warum das aber nur hier geht, ist auch mir ein Wunder, aber okay. Das heißt, ich habe jetzt F gedrückt und ich kaufe jetzt für 10 Coins ein Flower Seed, das heißt, ich habe hier einen zum Auswählen, weil es eh nur einer drin momentan. Und für 10 Coins kann ich ihn kaufen. Kaufe ich, zack, ist nichts mehr drin. Noch kann ich drauf, out of stock, weil halt ist nichts mehr drin. So, jetzt haben wir den gekauft. Das heißt, wir haben jetzt unseren Yellow Flower Seed in unserem Inventar, weil wir ihn gekauft haben. Und das Geld, was der User ausgegeben hat, befindet sich in der Vending Machine. Ihr seht ja auch gerade hier, 10 Coins befinden sich momentan in der Vending Machine drin. Und die können wir ganz einfach rausholen, indem wir einfach Withdraw drücken. Dann haben wir, wie gesehen, schon in der Ecke 10 Coins plus gemacht auf unserem Konto. Das ist ganz einfach. Wie gesagt, kann man auch gut als Bank benutzen, wenn man halt hier Geld einverstauen will. Aber dazu komme ich gleich. Wir können auch kurz noch ein Beispiel machen mit mehreren Items. Wir sagen mal hier 4 Red Flower Seeds. Ihr könnt maximal bis 40, könnt ihr in diesem einen Slot halt bunkern, dann mal zu. Auch wieder für 10 Coins. Ich drücke hier drauf. Wähle jetzt aus. Ich will jetzt 4 Red Flower Seeds haben. Ich kaufe sie. Habe sie für 40 gekauft, aber habe dafür 4 bekommen. Ja, das ist dann wieder das gleiche Prinzip. Einfach hier befindet sich wieder in drin. Das heißt Withdraw. Ich hole sie wieder raus. Bi-bla-blub. Das ist eigentlich die Art, wie man verkauft. Natürlich kann man auch noch hier einstellen, dass man mehr als 10 verkaufen will. Man kann, glaube ich, Minimum ist 1 und Maximum, das weiß ich, das geht, glaube ich, unendlich. Da können wir kurz ein bisschen draufhämmern hier auf die Maus. Also wir sehen eindeutig, man kann also auf jeden Fall mehrere Millionen kann man sogar einstellen. Ich hämmer noch mal ein bisschen hier drauf, hier ein bisschen. So, also ihr seht, das geht schon halt mehr in die Millionen auch sogar rein. Ich glaube, es geht so unendlich lang, bis halt an sich Roblox nicht mehr mithandeln kann. Und ja, das ist natürlich das Problem, wie kriege ich jetzt eigentlich diese tolle Zahl, aber ich habe jetzt ein bisschen schnell drauf gezimmert auf die Maus. Wie kriege ich eigentlich diese Zahl jetzt wieder raus? Weil ich habe jetzt keine Lust, ganz oft Minus zu drücken. Das geht ganz einfach mit dem Trick. Wir zerstören einfach kurz den Automaten. Zack. Und jetzt haben wir den Automaten in der Hand. Placen kurz neu. Und gehen auf Edit. Und wir sehen, wir haben die ganze Maschine resettet. Und wenn man die Maschine auch an sich kaputt macht und es sind noch Coins drin oder eins drin, die sollen dann laut Bugfix auf deinem Konto wieder draufgeschrieben werden oder in dein Inventar reinkommen. Das war jetzt erstmal das, wie man am besten es verkauft. Jetzt kommen wir zur Sache, wie man von anderen Leuten was ankauft. Also das ist der Buy-Modus, das heißt man kauft. Und das ist der Sell-Modus, man verkauft. Und der Sell-Modus wird noch ein bisschen komplizierter. Nämlich, wie funktioniert der Sell-Modus? Der Sell-Modus funktioniert eigentlich ganz folgendermaßen. Wie gesagt, wir packen ein beliebiges Item rein. Ich sage als Beispiel, ich will ganz viele Buffalo oder Buffalo Core Crystals von euch haben. Jetzt ist das Ding, wie viel kann ich erstens lagern und wie viel kriege ich denn?
also erstmal das Lagern. Wir können, wie gesagt, bis zu 40 lagern, deswegen würde ich euch empfehlen, nur ein Item reinzuwählen, also ein Item auszuwählen, dass man weiß, was man überhaupt eigentlich verkaufen kann an den User. Das heißt, wir wollen jetzt als Beispiel, ich wähle jetzt von euch, von der Community, wenn ihr welche habt, und wenn ihr welche habt, dann sage ich, yo, ihr könnt ihr jetzt kaufen oder ihr könnt einen Buffalo Crystal Key bei mir verkaufen und ihr kriegt dafür 10 Coins. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Sell drückt, dann verschwindet das Item aus eurem Inventar, geht dann in die Vending Machine rein und ihr kriegt dafür 10 Coins. Wäre natürlich jetzt ein bisschen billig, aber es ist halt nur zum Beispiel. So, das können wir kurz machen. Das heißt, jetzt müsste eigentlich kommen Loading. Richtig, es kommt gar nichts, aber ich glaube, das Item nur einmal besitze gerade momentan. Das heißt, wir packen das mal kurz wieder zurück. Wir nehmen jetzt Beispiel den Ofen, Furnace Place. So, ich will jetzt den Furnace Place mal verkaufen. Sell out of money. Aber ich habe den Furnace Place irgendwie noch. Und jetzt gesagt, out of money, ist die Frage, hä, warum? Ich kriege doch meine 10 Coins doch eigentlich jetzt. Das ist ganz einfach, weil ihr müsst auch noch Geld in die Maschine einfügen. Wäre doof, wenn ihr einfach Geld aus dem Nichts macht, so, versteht ihr? Das könnte man einfach dann ganz einfach abusen und man wäre eigentlich in Sekunden wie ich Millionär einfach. Das wäre natürlich ein bisschen kritisch. Deswegen müsst ihr jetzt Folgendes machen. Ihr müsst Geld hinzufügen, deploys Coins. Hier steht auch, click to deploy items into the vending machine. Und mit Items sind auch gemeint Coins. Das heißt, wir klicken jetzt hier drauf, 10.000 Coins. Als Beispiel, wie gesagt, wir haben jetzt 10.000 Coins in der Maschine drin. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal kurz reingehen, so, wir haben jetzt noch ein Fireplace im Inventar, wir kaufen das, haben dafür 10 Coins bekommen, gehen Edit und das Fireplace ist auch jetzt da drin. Das heißt, wenn ihr was verkaufen tut im Sell-Modus, müsst ihr nochmal extra Geld hinzufügen und maximal ein Item in dieser Vending Machine oder diesem Automaten drin besitzen. Denn wenn ihr als Beispiel, kann ich kurz rausnehmen, ich sag mal, ich will jetzt Eisen haben. Ich will ganz viel Eisen von euch haben, aber nicht das Eisen, sondern ich will geschmolzenes Eisen von euch haben. Hier packe ich einen rein und ich kriege dafür auch wieder 10 Coins. Ist wie gesagt eigentlich zu billig, aber okay. So. Eigentlich müsste es jetzt funktionieren, dass man hier mehrere auswählen kann, aber man muss irgendwie einen erstmal verkaufen. Dann seht ihr, warum. Ich muss jetzt gefühlt mal klicken, dass das funktioniert. So. Und jetzt kann ich jetzt hier noch mehrere verkaufen. Ich kann 18 jetzt hier verkaufen. Und die Maschine ist voll. Jetzt gucken wir mal kurz. In dem Sinne, sie ist nicht ganz voll, weil da ist noch ein bisschen Platz. Das heißt, wir machen nochmal kurz 4 rein. Zack. Jetzt ist das noch verkauft. Und jetzt ist die Maschine voll. Das kann man natürlich als User nicht rausfinden. Aber wie gesagt, am besten in einer Schritten dann machen. Dann lohnt es sich mehr, weil man weiß ganz genau, wie viel man noch verkaufen kann, wenn die Möglichkeit euch gerade anbietet. Jetzt habe ich 10 Coins bekommen. Von der Maschine pro Eisen und jetzt kann ich das Eisen einfach rausnehmen als Verkäufer oder als Ankäufer in dem Sinne und habe das Geld. Kann natürlich das Restgeld dann auch wieder kurz rausholen, falls ich das nicht mehr machen will und kann auch wieder den auf Buy-Mode stellen und auf Sell-Mode und das geht dann die ganze Zeit einfach so weiter. Ihr könnt auch 100, ihr könnt auch 1100 oder ihr könnt auch 11.100 einwählen. Das, wie gesagt, das könnt ihr variieren, kommt drauf an, wie viel Geld ihr habt. Ich mal kurz hier ein bisschen auch übertreiben. Ich habe ja auch ein bisschen viel Geld. Ne, ihr seht, da passt viel rein. So, und ja, jetzt noch kurz zu der Sache, wie man die Bank, oder wie kann man diesen Automaten eigentlich auch als Bank benutzen. Das ist auch ganz einfach. Ihr geht wieder auf Buy und dann einfach ganz viel Geld hier reinballern. Als Beispiel, ich habe jetzt hier gerade insgesamt 1 Million, ihr seht immer nur 4 Millionen. Als Beispiel, ihr seht gerade, ich habe insgesamt 1 Million in dieser Vending Machine gelagert, als so gesehen eine Bank. Das heißt, wenn ihr nicht so einer sein wollt, der jetzt hier sofort auftaucht mit 4 Millionen, dann könnt ihr eigentlich die Vending Machine als ganz tolle Bank benutzen. Und im Fall der Fälle, als Beispiel, ich packe mal 200 rein, wenn ihr die Maschine außersehen mit dem Geld kaputt macht, also mit Items auch natürlich, wenn Items oder Geld drin sind, können wir mal kurz machen, dann kriegt ihr die Items und das Geld raus. Das war beim ersten Update, wo ich das gezeigt euch habe, war das nicht so. Das ist dann verschwunden gegangen, wie bei den Kisten. Aber das wurde jetzt gefixt und ja. Aber ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Wie gesagt, man kann verkaufen, man kann auch kaufen. Also das ist eigentlich wie so ein User-Shop, würde ich sagen. Finde ich eigentlich eine ganz super tolle Idee. Was man auch machen kann, das ist so ein kleiner Trick nebenbei. Wenn jetzt als Beispiel ein Item schon drin ist und man wird ganz schnell klicken, dann wird man rein, also wenn man das Geld erhöht, wenn man als normaler User, dem nicht gerade der Automat gehört, rausgekickt andauernd. Aber ihr könnt dann
ganz schnell, wenn im Fall der Fälle, falls ihr das gerade einstellt, also wenn er die Coins gerade hochpowern will, dann könnt ihr ganz schnell mit, in den meisten Fällen, wenn ihr richtig spammt wieder, könnt ihr dann auch für den Preis kaufen. Das heißt, wie ich das meine, ist folgendermaßen, als Beispiel, er ist gerade bei 400, also das sind wirklich Millisekunden dazwischen, er ist gerade bei 400 und ihr könnt dann ganz schnell das Item für 400 kaufen, bevor er es dann höher macht. Das ist halt so ein kleiner Trick, den man nebenbei machen kann, wenn man halt lustig ist. Und ja, so, das war dieses, fand ich, ausführliche Video über die Automaten, wie sie genau funktionieren. Ich hoffe, das war nicht zu schnell für euch. Wenn, dann macht einfach die Videogeschwindigkeit ein bisschen runter. Vielleicht versteht ihr es dann oder einfach mehrmals anhören. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War jetzt mal ein komplett anderes Video, ein kleines auch, würde ich sagen, Tutorial, wie man die Automaten richtig benutzt. Und ich hoffe, euch hat euch weitergeholfen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dann einen Daumen nach oben, welche Ehrenmänner oder Ehrenfrauen einfach ein Abo da. Denn 60,8% der Leute, die meine Videos gucken, sind noch keine Abonnenten. Deswegen, wenn ihr meinen Tag verschönern wollt, dann werdet auch einer von mehr als 39% auf meinem Kanal oder auf meinen Videos. Deswegen, dann seid ihr richtige Ehrenmänner und Ehrenfrauen und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, dass ihr natürlich die neuesten Videos von Skyblock auf meinem Kanal nicht mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Und ciao.